Nicht, um ihnen Angst zu machen, sondern um erstens realistische und ehrliche Aufklärung zu machen, zweitens, um erste Anzeichen früh zu erkennen und drittens, um typische vermeidbare Gefahren zu kennen. Darum geht es jetzt im Video. Die erste und häufigste Frage, die ein Arzt bei der Diagnose Krebs bekommt, die man sich selbst stellt, lautet natürlich, wie lange lebe ich noch? Und in jeglicher Antwort darauf, mit genauen Zahlen, kann man nur falsch liegen. Gleichzeitig sind gerade Ehrlichkeit und Transparenz natürlich ganz wichtig. Und meist sagen die Betroffenen auch, ich will wissen, wie lange ich noch lebe, nicht für mich selbst, sondern für die Angehörigen. In Deutschland bei uns erkranken jedes Jahr fast 500.000 Menschen neu an Krebs. Wir haben knapp 84 Millionen Einwohner, 500.000 erkrankt neu an Krebs. Besonders häufig sind Brustkrebs bei Frauen, Prostatakrebs bei Männern, aber auch Dickdarmkrebs folgt hier zahlenmäßig dicht schon. Doch sind die häufigsten Krebsarten, die man sehr oft hat, auch die tödlichsten? Wenn man nach der Sterblichkeit geht, und da meint man meist so die 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit, die 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit, dann gibt es andere Krebsarten, die quasi gefährlicher sind und die ich auch gleich nenne. Die gute Nachricht für Sie, auch was Positives bei dem Thema, Sie können präventiv einiges dafür tun, nicht an Krebs zu erkranken. Und genau das soll jetzt auch das Video Ihnen dabei helfen, Ihnen dabei dienen. Das ist auch meine ganz persönliche Motivation, warum ich solche Videos mache. Nicht, um Angst zu machen. Ich möchte Ihnen keine Angst machen, sondern Sie informieren und motivieren. Und dazu gehört es auch, ehrlich und transparent zu sprechen, an der einen oder anderen gesundheitlichen Stellschraube auch mal gemeinsam vielleicht zu drehen, Ihnen mal in den Hintern vielleicht ein bisschen zu schubsen. Es gibt keine 100%ige Garantie, das ist wichtig. Genetik, Pech, andere Faktoren können wir nicht beeinflussen. Und Patentrezepte gibt es auch nicht, auch keine Wundermittel. Aber mal eine Zahl an dieser Stelle jetzt. Die 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit im Mittel liegt bei ca. 60% bei Krebs. Doch entscheidend ist nicht das Mittel von allen Krebsarten, sondern spezifisch die einzelne Krebsart, die man hat. Und wichtig, je früher erkannt, desto besser sind die Heilungschancen. Und deswegen beobachten Sie an sich, an Ihrem Körper Veränderungen, ohne aber ein Hypochonder zu werden. Aber Sie können Ihre Haut absuchen, Ihre Brust abtasten, den Hoden abtasten, auf bestimmte Anzeichen achten, auch auf die tödlichsten Krebsarten, auf die Anzeichen. Und genau die nenne ich jetzt. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weige und ich möchte auf meinem Kanal medizinisch, verständlich und korrekt über wichtige Gesundheitsthemen, Krankheiten, ehrlich, offen, transparent aufklären, und Prävention gehört auch mit dazu. Und heute jetzt in diesem Video geht es um ein ernstes Thema, nämlich die Erkrankung, vor der wir alle vermutlich mit der meisten Angst haben. Mir geht es auch so, nämlich Krebs. Wichtig, und ich möchte es noch einmal betonen, und ich weiß jetzt schon die Kommentare, die auch wieder kommen werden. Ich möchte mit diesem heutigen sehr ernsten Thema eines ganz klar sagen. Wenn Sie die gleich genannten oder ähnlichen Symptome bei sich feststellen, heißt das nicht, dass Sie an der jeweiligen Krebsart erkrankt sind. Wichtig. Die Symptome können häufig auch recht harmlose Ursachen haben und so ist es meistens. Wie immer empfehle ich Ihnen, wenn Sie unsicher sind, gehen Sie lieber einmal mehr als einmal zu wenig zum Arzt, zu Ihrer Ärztin. Mit zunehmender Größe des Tumors, mit dem Befall von Lymphknoten oder der Bildung von den sogenannten Metastasen nimmt die Heilungschance ab. Und aussitzen einen Krebs, weil man Angst vielleicht vor der Diagnose hat, das Ding gewinnt man quasi nie. Nummer 1, Mesothelium. Das Mesothelium, was ist das überhaupt, haben Sie wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Diese Krebsart ist einigen von Ihnen wahrscheinlich gar nicht geläufig. Man hört nicht so oft davon. Das Mesothelium ist ein seltener Tumor, zum Glück, des Weichteilgewebes, hier vor allem des Brustfells, sehr selten auch des Bauchfells. Wer ist davon betroffen? Hauptsächlich sind es Männer im höheren Alter, im höheren Lebensalter. Und das liegt vor allem daran, dass Asbest als Hauptauslöser für die heimtückische Krebsform gilt. Männer waren dem Baustoff logischerweise im vergangenen Jahrhundert berufsbedingt häufig ausgesetzt als Frauen. Mit ein Hauptgrund, warum wir Asbest ja nicht mehr in den Häusern haben sollen. Bis zu 60 Jahre können zwischen einem Asbestkontakt und der Mesotheliumbildung vergehen. Und wie bemerken wir so ein Mesothelium nun? Die Symptome sind leider oft unspezifisch oder fehlen komplett. Und das ist wichtig jetzt einmal für Sie zu wissen, unspezifische Symptome. Viele Betroffene merken lange nichts von ihrer Erkrankung. Das ist leider typisch für Krebs, für die meisten Krebsarten. Krebs macht selbst keine Schmerzen. Erst später kommen Symptome wie lokale Schmerzen im Bereich des Brustkorbs, weil dann der Tumor auf
Nerven draufdrückt. Atemnot, bei Gewichtsverlust einmal hellhörig werden. Das ist die B-Symptomatik, wenn man mehr als 10% des Ausgangsgewichts in 6 Monaten unabsichtlich verliert. Das ist damit gemeint. Dann ab zum Arzt einmal untersuchen lassen. Zur B-Symptomatik gehört auch noch Nachtschweiß dazu und neben Gewichtsverlust und Nachtschweiß auch noch Fieber. Das Mesothelium neigt auch zur Metastasierung. Und gerade Metastasen, das ist häufig der Grund, warum ein Tumor letal quasi ändert. Und hier sind es häufig Metastasen der Lunge. Therapiert wird das Mesothelium mit einer operativen Entfernung, macht eine OP, gegebenenfalls auch Bestrahlung, Chemotherapie. Chemotherapie, nur dass man das mal gehört hat, das sind quasi Medikamente. Wenn ein Mesothelium diagnostiziert wurde, leben die allermeisten Patienten nur noch 1 Jahr oder kürzer. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei diesem Tumor bei unter 10%. Ich habe ja gesagt, im Durchschnitt sind 60%. Bei 10 Jahres Überlebenswahrscheinlichkeit. Die 5 Jahres Überlebenswahrscheinlichkeit hier ist unter 10%. Nummer 2, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und diesen Krebs kennen Sie wahrscheinlich schon, haben Sie schon mal gehört. Die zweite Krebsart, die ich jetzt noch mal vorstellen möchte, habe ich auch schon ein Video zu gemacht, ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs, das sogenannte Pankreaskarzinom. In Deutschland erkranken 10 von 100.000 Einwohnern im Jahr neu an einem Pankreaskarzinom. Und wer ist hauptsächlich betroffen? Und ich erinnere mich sehr gut an die Patienten, die ich selbst auf der Onkologiestation erlebt habe. Alterstechnisch tritt Bauchspeicheldrüsenkrebs so vor allem zwischen dem 50., 60., 70., 80. Lebensjahr auf. Aber natürlich gibt es auch immer wieder jüngere Patienten. Und das sind gerade die, die ich auch selbst noch in Erinnerung habe. Auch bei dieser Krebsart ist wieder die Krux: Sie merken den Tumor in der Regel lange Zeit nicht. Erst wenn das umliegende Gewebe schon verdrängt wird, kann es zu Schmerzen oder einem Druckgefühl zum Beispiel kommen. Dann haben sich aber zu 80% schon Metastasen im Körper gebildet. Und das ist wieder das Gefährliche, das Letale. Leitsymptom bei Bauchspeicheldrüsenkrebs ist auch Rückenschmerz sogar. Klingt komisch, liegt aber daran, dass die Bauchspeicheldrüse ja direkt vor der Wirbelsäule liegt und der wachsende Tumor Druckschmerzen auslösen kann. Weitere häufige Symptome eines Pankreaskarzinoms sind auch natürlich Oberbauchschmerzen. Pankreas liegt ja hier im Oberbauch. Verdauungsprobleme, Übelkeit, dadurch auch Appetit, Gewichtsverlust wieder. Denken Sie wieder an die B-Symptomatik. Ungewollter Gewichtsverlust, Fieber, Nachtschweiß. Wie ist nun die Prognose beim Pankreaskarzinom? Leider auch nicht sehr gut. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt hier bei ungefähr 10%. Die mittlere Überlebensrate bei palliativen Maßnahmen beträgt lediglich 6 bis 9 Monate. Das sind Zahlen, die man ehrlich, transparent sagen muss. Nummer 3, Leberkrebs. Kommen wir jetzt zum Leberkrebs. Leberkrebs ist relativ selten, zum Glück, aber aufatmen kann man jetzt trotzdem nicht, denn er gehört aufgrund der schlechten Prognose auch zu den häufigsten Krebstodesursachen. Bei Leberkrebs hat man relativ viel auch selbst in der Hand, aber auch nicht alles. In Deutschland treten derzeit rund so 10.000, 9.800 neue Fälle pro Jahr auf, bei fast 8.200 Todesfällen. Die relative 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei Frauen und Männern so um die 17%. Und wer ist nun hauptsächlich von Leberkrebs betroffen? Rund 40% der Patienten sind bei der Diagnose so zwischen 50 und 70 Jahre alt oder auch älter. Da verbleiben leider immer noch 10%, das sind fast 1.000 Menschen jährlich, für die Personengruppe unter 50 Jahre. Sie sehen schon, auch Leberkrebs kann im Grunde jeden treffen, auch junge Menschen. Welche Symptome, Anzeichen hat man jetzt bei Leberkrebs? Und das ist auch hier wieder das Tückische. Keine spezifischen, zumindest nicht am Anfang. Der Krebs verursacht keine typischen Symptome. Erst bei fortgeschrittener Erkrankung können Sie Schmerzen im Oberbauch bekommen, auch eine tastbare Schwellung. Kann, muss aber nicht auftreten. Sie können sich antriebslos, schwach fühlen, wieder auch B-Symptomatik. Wenn es fortgeschritten schon ist, dann färbt sich die Haut gelb. Hier an den Augen erkennt man das vielleicht auch schon. Nur dann ist es oftmals schon sehr fortgeschritten, der Tumor. Wahrscheinlich schon auch zu spät, denn der Krebs ist dann häufig schon so weit fortgeschritten, dass eine Heilung, etwa durch eine OP oder eine Chemo, kaum mehr möglich ist. Nummer 4, Lungenkrebs. Der Lungenkrebs ist vielen sicherlich bekannt. Die meisten von Ihnen werden gleich jetzt ans Rauchen denken, logisch. Tatsächlich ist es auch so, dass Rauchen Lungenkrebs erwiesenermaßen verursacht. Dennoch kommt es auch immer mal wieder vor, dass Personen, die nie geraucht haben, und auch diese Patienten habe ich schon öfter mal erlebt, einen bösartigen Tumor in der Lunge entwickeln. Bei einem bösartigen Tumor ist es ja leider so, dass sich Zellen vermehrt oder unkontrolliert vermehren. Sie können, wie bei den anderen geschilderten Krebsarten, die ich davor genannt habe,
Leberkrebs, Pankreaskarzinom auch in gesundes Gewebe einwachsen und es schädigen und auch ja, Tochtergeschwülste bilden, also Stichwort Metastasen. Im Falle von Lungenkrebs ist das betroffene Organ zunächst die Lunge, logisch. Die Tumorzellen können sich aber auch bei dieser Krebsart über die Lymph- und auch die Blutbahnen im Körper ausbreiten. Man sagt, das haben Sie sicherlich auch schon mal gehört, der Krebs streut. Das sind also die Metastasen. Der Lungenkrebs streut meist zuerst in die umgebenden Lymphknoten, dann in Leber, in Gehirn, in die Knochen. Und je mehr solche Metastasen schon vorhanden sind, desto schlechter ist die Prognose. Gerade kann man sich denken, Gehirn, aber auch Knochenmetastasen haben meist eine sehr schlechte Prognose. Deshalb ist es wichtig, einen Tumor so früh wie möglich zu entdecken, dass man dann noch schnell handeln kann. Wie häufig ist Lungenkrebs nun? In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa so 56.000 Menschen an Lungenkrebs. Bei Männern ist er nach Prostatakrebs der zweithäufigste Krebs mit rund 34.000 Erkrankten. 34.000 Männer pro Jahr also erkranken an Lungenkrebs. Bei Frauen ist er nach Brustkrebs und Darmkrebs der dritthäufigste Krebs mit so rund 22.000 Erkrankten. Welche Symptome können Sie bei Lungenkrebs nun haben? Was sind die ersten Anzeichen? Ein typisches Symptom ist so hartnäckiger Husten, chronische Bronchitis, Raucherhusten mal so gehört, der trotz adäquater Behandlung am Anfang noch mit Antibiotika meist dann so 2-3 Wochen anhält und irgendwann chronisch ist und dauerhaft anhält. Der Husten kann sozusagen immer mehr sich verschlimmern, blutiger Auswurf kann dazukommen und das ist dann schon wirklich ein starkes Alarmzeichen. Auch hier ist leider die Prognose nicht sonderlich gut. Wir haben hier eine relative 5-Jahres-Überlebensrate von so rund 25% bei Frauen und rund 19% bei den Männern. Bei den Männern also eine schlechtere Prognose. Wie bei allen Krebsarten unterscheiden sich die Überlebensaussichten jedoch deutlich je nach Stadium der Erkrankung. Und auch beim Lungenkrebs muss man wieder unterscheiden, welche Art von Lungenkrebs ist es. Es gibt da verschiedene Typen. Also aber, zusammengefasst, je früher eine Diagnose gestellt wird, desto besser sind die Chancen auf Heilung. Früh erkannt ist Lungenkrebs noch relativ gut, nämlich heilbar. Nummer 5, zentrales Nervensystem, Hirntumor. Was genau ist ein Gliom? Ein Gliom ist ein Tumor im Gehirn. Er bildet sich aus den sogenannten Gliazellen, Glioblastom. Mit 5 bis 6 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohnern ist das Gliom die häufigste primäre Hirntumorart. Betroffen sind zumeist ältere Erwachsene, aber auch bei Kindern kann dieser Tumor bevorzugt auftreten. Und die genauen Ursachen für die Entstehung von Gliomen sind weitestgehend unbekannt. Sie ahnen es schon, auch hier gibt es wieder das Problem, unspezifische Symptome. Trotzdem gerade auf die Kombination dieser Symptome sollten Sie jetzt einmal achten. Mit der Zeit kann es vor allem nachts und morgens zu Kopfschmerzen kommen. Kopfschmerzen hat jeder mal von uns, deswegen nicht gleich in Panik geraten. Es kann aber auch zunehmend zu Übelkeit und Erbrechen kommen. Nicht ein bisschen übel, sondern wirklich in Erbrechen. Zu Müdigkeit und Schlaflosigkeit, ohne dass man sich das selbst erklären kann. Wer viel Stress hat, schläft natürlich vielleicht auch wenig. Es kann auch zu epileptischen Anfällen kommen. Die Überlebensrate beim Gliom liegt je nachdem, welche Tumorart genau vorliegt. Also auch hier unterscheidet man wieder bei ca. 10-19%. Studiendaten zeigen, dass Patienten, die bei einem Glioblastom in den ersten Jahren keinen Rückfall erleiden, eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür haben, lange Überlebenszeiten zu erreichen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch 2 weitere Krebsarten nennen, die leider auch eine sehr niedrige 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit haben, die Sie vielleicht jetzt auch erwartet haben und die man quasi anverstrichen austauschen könnte mit den jetzt davor genannten. Und das sind das Gallengangskarzinom und auch der Speiseröhrenkrebs. Und hier ist es ähnlich wie mit den davor genannten Krebsarten, beim Lungenkrebs, beim Leberkrebs, beim Gliom. Mir ist bewusst auch, dass keine Zahlen, das ist wichtig, keine Erklärung, keine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit. Natürlich das jeweilige individuelle Schicksal auch nur ansatzweise widerspiegeln können. Das möchte ich mit diesem Video auch nicht machen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Und mir ist auch bewusst, und nochmal, das Video soll keine Angst machen, kein einzelnes Schicksal relativieren und auch niemanden kritisieren oder irgendwie beschuldigen. Und jetzt kommen wir zum Hauptgrund für dieses Video. Präventionsmöglichkeiten, das können Sie selbst tun. Und jetzt möchte ich Sie nochmals ermuntern, bitte, gerade wenn Sie bis jetzt schon geschaut haben und sich dieses schlimme Thema sozusagen reingezogen haben, jetzt nochmal Sie ermuntern, Ihren Lebensstil anzupassen, zumindest sofern nötig und möglich, denn weltweit geht laut WHO mindestens einer
von 3 Krebsarten auf das Konto von bekannten Krebsrisikofaktoren. Teils ist sogar von bis zu 50% die Rede. Die wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren. Für Sie nochmals in Kürze. Und ja, wir können Pech haben, schlechte Genetik. Aber Alkohol, körperliche Inaktivität, ungesunde Ernährung, Übergewicht, rotes bzw. verarbeitetes Fleisch, also sehr viel davon, zuckerhaltige Getränke, sehr viel davon, Tabakexposition, also Rauchen, UV-Strahlung. Wenn Sie sich für ein Ernährungsmuster interessieren, das nachweislich und vor allem präventiv gegen Krebs wirken kann, dann lege ich Ihnen ganz vereinfacht die mediterrane Ernährung einmal ans Herz und verlinke Ihnen mal dieses Video dazu. Einfach merken, gesunde Fette, langkettige Kohlenhydrate, proteinreich. Nochmal aber auch, und das ist wichtig, asketisch leben macht die meisten Menschen auch nicht glücklich. Und Glück und Zufriedenheit sind auch sehr wichtig, auch vor allem auch bezüglich der Krebsprävention. Wichtig im Zusammenhang mit der Prävention aller möglichen Krebsarten, sei es ein sehr gefährlicher Krebs, ein sehr letaler oder eher nicht so gefährlicher, sind natürlich die Vorsorgeuntersuchungen. Die Krankenkassen übernehmen je nach Alter diverse Untersuchungen, teils jährlich, teils alle paar Jahre. Ja, für manche Sachen muss man selbst zahlen, aber man bringt auch das eigene Auto alle 2 Jahre in die Werkstatt, um das Öl zu wechseln, und für sich selbst macht man irgendwie nichts. Kann ich nicht nachvollziehen. Darmkrebs, Hautkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterkrebs. Daher sind Früherkennungen gut möglich. Informieren Sie sich und nehmen Sie diese Vorsorgetermine wahr. Das kann ich Ihnen abschließend nur ans Herz legen. Es ist Ihre Gesundheit. Sie haben es selbst in der Hand. Ich weiß auch, dass das viel Überwindung kostet. Oft hat man Angst davor, tatsächlich eine schlechte Botschaft zu bekommen. Geht mir selbst auch so. Oder sogar ein falsch positives oder vielleicht ein falsch negatives Ergebnis zu erhalten. In den meisten Fällen überwiegen jedoch die Vorteile der Früherkennung, muss man sagen. Und aussitzen einen Krebs, den wird man meist nicht gewinnen. Auch nicht durch Hokuspokus oder irgendwelche Wundermittel. Gerne kommentieren Sie jetzt das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.